Die alte Hallenseebrücke war noch eine Bogenbrücke. Ja? Die hatte noch die Bogenträger. Ah, ja. Mhm. Und auf dem Platz, wo vermeintlich für mich mal der Kurfürstendamm anfing, also vor der S-Bahn-Station, haben wir uns tatsächlich um 17 Uhr, irgendwie sind wir da hingekommen, weiß ich nicht mehr, der Pferdewagen war ja weg, haben sie eine Unzahl von, also die New Orleans Jazz Band, andere Musiker, die wir kannten, weiß noch, ein Trompeter, den nannte man Zicke, der war wieder mit dem bekannt und dann kamen noch andere Musiker mit ihren Instrumenten. Da sind wir dann von dort aus den ganzen Kurfürstendamm auf der südlichen Seite runtermarschiert. Es gab 1953 noch keine Ampeln. Echt? Am Kuhdamm waren keine Ampeln? Nein. Am Kuhdamm gab es noch keine Ampeln. Mhm. Wir sind da durchgezogen und bis zur Gedächtniskirche. Und dann sind wir an der Gedächtniskirche nach links bis zum Bahnhof Zoo gelaufen, spielend. Ja. Und am Bahnhof Zoo waren noch die Reste von den früheren Wilhelmshallen. Mhm. Ja, große Gastronomiegeschichten. Richtig, ja. Und direkt gegenüber vom Bahnhof, da ist ja der Bahnhof, da wo die Wilhelmshallen aufhörten, da war noch ein Club, also ein Nachtclub wohl, da trat damals Laia Raki auf. War auch im Schaukasten abgebildet. Was war das? Laia Raki war eine Nackttänzerin. Aha, ja. Also weiß ich nicht, wahrscheinlich halbnackt oder so. Ja. Ja, ja. War ja seriös immerhin, aber die war halt im Schaukasten irgendwie, wahrscheinlich im Tüll oder so zu sehen. Und auf dem Vorderteil, da, das war etwas erhöht, vielleicht so erhöht vom Straßenniveau, da haben wir mit der New Orleans Jazz Band dann, die anderen waren inzwischen fast alle verschwunden, nur die Gäste, die ich muss dir vorstellen, wir zogen den Kurfürstendamm runter, es war ja auch kein Verkehr, es gab ja noch kaum Autos, ja, ja. Aber ein Pulk von Radfahrern fuhr neben uns her, nicht? Und der Rest marschierte mit und so, also es war ein richtiger Straßenauflauf, da gibt es Fotos, da siehst du, da ist von hinter der Band das Bild rüber zum Bahnhof. Der ganze Vorplatz, inzwischen war es dunkel, der ganze Vorplatz, nur Menschen. Wie auf einer Demo. Ja, und wir machen da Musik. Und ich habe, es war ja Himmelfahrt, ich hatte mir einen alten Anzug von meinem Vater, den hatte sich mal in Breslau schneidern lassen. Inzwischen, mein Vater war sehr schlank, jedenfalls, ich habe diese Hose an und ein Sakko dazu und eine Glocke oder einen Zylinderhut auf. Und die Hose ging mir aber nicht richtig zu. Ich habe sie oben zugekriegt, aber die Sperrte hier, dieses Dreieck, das kannst du auf dem Foto sehen. Ach, das war zu sehen, ja. Die Jacke ging da nicht drüber. Die Jacke ging auch nicht zu. Und das war also, das war diese Himmelfahrtspartie. Das war so ein Highlight. Erstmal die Kremserfahrten, nicht? Und weiß nicht, wo der Feuerwehrwagen abgeblieben ist, wo die Stompers dann ausgestiegen sind. Und dann abends, wie gesagt, diese Marching-Geschichte über den ganzen Kurfürstendamm.